Ich glaube, wir können jetzt Festival nicht machen. Okay, dann erstmal Exit. Ja, dann schaut mal die API halt mal kurz. Gut, dann Lalala. lassen wir das Festival halt aus. Passiert halt leider, ne? So einkehst du. Laut. Ja, so viel hast du aber bei dem und mit dem hast du auch nichts bekommen, also von daher. Ja, irgend so ein scheiß Hut oder so. So, ich warte auf dich. Ich bin mal gespannt, wenn wir das dann schon so zu zweit so durchschauen, wenn Kevin dann noch dabei ist. Haha. So, wir sind jetzt im Sommer und wir haben es durch. Ja, genau, alles Community Center, alles schon fertig. Ja, Kevin hat Zeitreise betrieben. Sehr geehrter Mann, willkommen zurück am Schiff, heute mit dem Multiplayer. So, ich hab's schon Déjà-vu, jetzt hätte ich es heute schon mal gemacht. Ach nee, jetzt darf ich ja noch mal gießen. Ja, Bitch, was? Ach, ist schön. Geh mal weg. Ja, es verpiss dich, du fette Ranze. Alter, du Echse, du. Dann schick ich dich zu Kronk. Dann macht er einen Survival. Ne? Ja. Das Interessante ist, es hat immer noch nicht gereicht. Ich bin immer noch Level 9 im Fischen. Ja. Fischen ist halt eine hohe Kunst der Diplomatie. Ne? Kann ich hier damit umgehen? Ah, schon geil, wie sie Wende einfach gecrashed ist. Knallhart. Ja, aber ich habe noch nicht mal angesprochen, weißt du? Ich laufe da gerade hin und so, soll ich es jetzt probieren oder nicht? Game Crash und so, okay. That was shit. Okay, ich lasse aber dafür im Gegenzug die Dinger hier drin, die Samen halt. Okay. Na, dann brauchst du, dann brauch ich die nicht irgendwie geben oder hinlegen oder so ein Shit. Dann machst du das selber. Mein großer Bruder. Pause, aber vergiss nicht, das Festival, das beginnt gleich. Das nächste. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir jetzt nicht runterlaufen dürfen. Nicht. Rein gar nicht. Was heißt so? No! Müssen wir den Tag nochmal spielen. Nee. Doch, wenn wir es machen schon. Dann gehen wir rein und ins Bett, dann haben wir den 9. Dann haben wir den 9. Lass Scheiß auf Tiere und anpflanzen alles, aber Hauptsache safe durch. Ne? Ganz wichtig. Ah, schön, 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 schön. So, jetzt haben wir gleich Ebene 100 erreicht. Kenners. What the hell you are waiting for? Oh, Was? die Hast du... Schüssel hat begonnen, Boogie. Ja, komm, da schnell hingehen. Auf jeden Fall. Alter, ich schlag dich. So. Mich? Um. Ja. Habt ihr doch nichts getan. Kannst du mir kurz schauen, wer eigentlich gerade noch alles da ist? Interesse halber. Find's immer noch witzig, voll die stillschweigende Community. Videos werden voll angeschaut, aber es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei Leute, die Kommentare schreiben. Voll geil. Teebeutel Pascal und Maloberti. Ach, Teebeutel nehme. Sag ich als erstes. Ach so, dann, ja, dann hab's gerade nicht gehört. Sorry, sorry, sorry. Um. Ja, verdient Hanses. Es ist keiner mehr da. Okay. Ich wusste es. Sie hassen mich. Ja. Flum, flum, flum. Flum, flum, flum. Bidi bip, sum, 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 sum. Ah, nö, ich bin in the Circle of Life jetzt. Ach, nö. Super. Ah, Malo Bros, wie schreibt, wir sind halt schüchtern. Ja, ich kann es verstehen. Das ist schon peinlich, meine Streams zu schauen. Irgendwo interessant, das ist wie so ein Unfall, du kannst dich weggucken, willst aber auch nicht wegschauen.
Willst hingucken, aber willst aber irgendwie auch wegschauen, ne? Das ist irgendwie so eine Sache. Und dann raus zu, und wenn dann andere mitkriegen, dass ich meine Stream schaue, dann denken sie, Nerd. Apropos Nerd, kennst du den Nerd-Smiley bei WhatsApp? Was? Ja. Den Nerd-Smiley. Ja. Mit Brille und allem und so vorstellen den 10. Voll geil, ich feier da irgendwie voll hart ab, weiß auch nicht. Ich gehe jetzt wieder an den Strand und fische bis zum Umfallen, weil ich endlich Level 10 haben will. Okay, dann mal viel Spaß. Ich bring Steine mit, ne? Wir haben so wenig. Ja, fehlt uns voll. Ja, ja. Kannst du nicht lieber Holz aus der... Aus den Stein rausprügeln, ja. So random Chance, dass das aus Steinholz wird, ne? Oder wie in Skyrim, dass man Metalle umwandeln kann, das wär's. Ja, es gab schon einen, der hat aus Wasser Wein gemacht, also... Rosie schreibt so, verdammt, du hast mich durchschaut, oder hast du mich durchschaut? Ich seh's doch, ich hab den Chat doch offen. Ah, okay, ja, gut, okay, das wusste ich ja nicht. Aber ich sag's trotzdem den Zuschauern auf YouTube, die wollen jetzt bestimmt auch wissen, was hier so schreibtechnisch alles hier abgeht. Kauf mir nochmal hier so einen schönen Aufsatz, ein paar Bates brauche ich jetzt echt. Ah, es ist gelockt, okay. Was ist gelockt? Der Shop. Ja klar, es ist das Festival. Ne? Ach so, ich dachte schon, hä, was wird denn jetzt gelockt? Also weil ich war verankert, festgemacht, so dachte ich gerade. Ja, ich habe eine Starfruit. Yeah! Kaioken! Kannst du jetzt schön zu Dings machen, dann können wir sie anpflanzen. Also ich, also nicht, Starfruit. Drop. Ich hab doch Starfruit gesagt, oder? Nein, Starfruit. Okay. Ich meine Starfruit. Oh, ich hab mal mit Hiss für den anderen, läuft. Aber ich schenk einen Dwarfi. Hm, oh ja, Dwarfi, geil, find ich geil, Mann. Das macht dich richtig Hardcore-Porno geil. Ah, du nutgeiles Tier, du. Hast du jetzt eventuell noch einen zweiten gehabt? Oh, super. Hab ich, ja, wieso? Ach so, ich hatte zwei, aber... Hast du die Aufgabe auch? Ja. Ach so? Oh Scheiße, die hab ich gar nicht mehr gedacht. Ach shit, ja. Ich hab das ja schon erledigt, weil du so mega fame bist. Ach Pausi, unsere Zusammenarbeit, unsere Gehirne, das ist immer wieder eine Katastrophe. Ich kann inzwischen lange keine Fische mehr sehen, die ganze Zeit immer nur Angel raus. Ich kann keine Fische mehr sehen. Ich sehe, dann stell dir vor, es wären Katzen oder sowas, verschiedene Katzensorten. Ich tue mit einer Angel Katzen fangen. Ja, Catfish? Ha, ha. Ja, da bist du jetzt nicht drauf gekommen, ey. Das war jetzt awkward für dich. Das war jetzt zu hart, mein Freund. Schön deine Gießkanne holen. Was? Die hab ich doch erst gestern. Nee, weil ich hab gegeben doch gestern. Ja, sind noch zwei Tage, oder? Ich glaub. Brauchst du noch Aquamarin? Ich meine nicht, wenn dann beim Dive Bundle sein, aber ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das kann sein. Das kommt rein. Nein, das kommt nicht rein. Das kommt rein. Und das kommt rein. Du könntest das schon schneller, das passt schon. Hm? Was? War der Amethyst ja nicht. Das. Oh, ich freue mich, wenn ich den. Also, weißt du, das ist so. Boah. Erst jetzt das Fischen hochmachen, dann das Umwelt und das andere Ding. Way. Der Winter wird so geil, warum habe ich keine Musik mehr? Weiß ich nicht, geht mir öfter so. Er ist einfach weg. Ja, ja, passiert. So, ich habe jetzt aus der Dingskiste, aus der, wo Slimes und so ein Scheiß drin war, habe jetzt rübergeschmissen zum. Ins falsche Scheiße.
wo Holz und so weiter reinkommt, weil das geht mir jetzt auf den Sack. Das ist ein dauernder Hin- und Herrenner. Das ist alles so Höhle, Scheiß, Schrottzeug da und fertig. So, weg damit. Tja. Achso, und Dings waren fertig. Dings. Die Sachen nach, die Gurken, Scheiß und Zeug da aus den Fässern. Okay. Ja, jetzt müssen wir kurz noch nachschauen, aber. 180, okay, das passt. Du musst aber aufpassen, was du verarbeitest, ne? Warum? Weil manche Sachen bringen mehr wie die Pickles. Nämlich. Okay. Zum Beispiel, Dings, Amaranth bringt 150, wenn man das zu Pickel verarbeitet, dann bringt's 50 weniger. That's the problem. Bei Wein ist eine andere Sache. Wein ist immer hochwertiger. Das bringt immer was. Nur andersrum ist das Bullshit. Ich glaube, ich stream morgen nochmal. Mache auf den Skyrim-Stream. Knallhart. Fange ich irgendwann mal an, weil Skyrim sollte ich jetzt demnächst wieder aufnehmen. Keine Ahnung, fange ich irgendwann mal an. Boah, mal schauen. Weiß ich gerade noch nicht. 5 oder sowas. Überlegen wir noch was. Oder vielleicht früher. Schon um 3. Ein Prügel ist dann durch bis um 8 Uhr abends. Alter Schwede. Warum läufst du gegen die Wand? Weil ich gefragt habe, ob wir jetzt schlafen gehen und du nicht antwortest. Achso, das habe ich nicht mitgekriegt, wenn ich mit mir selber gesprochen habe. Sorry, habe ich überhört. So, ich jetzt. Will schlafen. Ja, ich bin schon im Bett. Hm. Mach mal fertig. Mach ich doch. De. Bitte sei nett. So, weiß ich heute schon Tag? Fortune Teller heute ist. Ah, bisschen mehr Glück. Pyramidenglück. Immer noch nett. Was? Das ist Level 10 Fischen. Haben wir noch Baits? Nein, haben wir noch Bugmeat. Was soll ich sagen? Foraging habe ich immer noch Level 7 und komme nicht vorwärts. Okay, ich habe gerade keine Bäume mehr zum Fällen. So, jetzt haben wir aber gleich kein Meat mehr. Ja, dann kaufst du halt was mit 33.000, es tut nicht weh. Nein, ich habe jetzt 185 wieder. Hä? Achso. Kannst du in der Mitte sein, da. Na, ist ja okay. Wir haben halt jetzt kein Bugmeat mehr. Ist doch egal, finden wir wieder. Wieso brauchst du ein Bugmeat? Um die Köder herzustellen. Ja, das weiß ich, aber so an sich ist Bugmeat. Alter, Rosalinde, was ist mit dir los? Hast du eine Euter verstopfen, du blöde Sau, oder was? Meine Fresse. Aus dem Bugmeat kannst du das Zeug herstellen. Ja, das weiß ich. Warst du gießen? Nein, ich mache hier gerade noch das Feld. Ich habe 3 Starfruits abgepflanzt. Soll ich die... Soll ich die dann vielleicht gerade dann, wenn du so zusammen gemacht hast oder so, dann warte, lass mich einfach mal erstmal die ganzen anderen Sachen machen. Leg's mal in die Kiste oder so. Leg's einfach dann in die blaue Kiste, die Starfruits, dann mache ich daraus Samen. Lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ist eigentlich sinniger, wenn wir die kaufen, aber im Krieger haben wir schon mal Starfruits verkauft. Warte mal kurz, ich will das nachschauen. Wer hat nochmal Starfruits verkauft? Haben wir noch nie Starfruits verkauft? Ich meine, wir haben noch keine angepflanzt gehabt, gerade eben. Okay, ich verkaufe mal kurz eine. Doch, im Sommer hat man schon Starfruits verkauft, haben wir das nicht angezeigt zum Teufel? Ne, bei mir wird es nicht angezeigt. Wird es bei dir angezeigt? Ich guck mal gleich, ich habe jetzt gerade erst mal. Ich habe jetzt mal kurz eine fortgeschmissen. So. Weil vom Gedanke her, wenn man für ein normales Starfruit, glaube ich, 1000 bekommen oder sowas, und dann kostet der Same 400, wir hängen goldene da raus, dann ist das im Grunde eigentlich total die Geldvernichtung. Nee, habe ich noch nichts stehen. Ja, okay, dann hast du schon nichts verkauft. Nee, also ich finde, dann gehe ich lieber kurz rüber und
holen auch Starfruit Seeds. Weil es wird sinniger sein, wie man jetzt da die Bedenken mal, wenn 400 dafür zahlt. Und dann verbrennen wir den wieder und haben vielleicht nur das Pech, dass wir nur wieder 3 Seeds rausbekommen. Das ist halt immer das Risiko. Bei so billige Pflanzen oder bei so Cranberries ist es voll stressfrei. Da kriegst du auch zig Trilliarden von den Dinger. Schauen wir mal kurz rüber. Was? Wo ist der scheiß Driver, Mann? Wo ist die fette Sau? Wie? Mann, die blöde Tanne, wo bleibt die? Ich kann gleich mit dem Pferd rüber. So eine doofe Kuh, du. Im Gewächshaus warst du? Gegossen habe ich, ja. Ja, okay, passt. Jetzt kommt Pam, Mann. Echt, ist ja widerlich. Brauchst du ewig. Boah, es bewegt dann ein, aber schon zu spät. Meine Fresse. Alter Schwede. Die Kuh, du, die Doofe. Wow, hier gibt es einen Haufen Haare. Und außerdem wachsen die Bäume hier keinen Meter. Ne? Ernsthaft? Ja. Kannst du total knicken. Die ist noch genauso groß wie vorher. Oh, die brauchen einfach nur Jahrtausende, bis sie gewachsen sind. Kann natürlich auch sein. Ja, sind ja auch unterschiedlich große. Manche klein, manche größer, ne? Ja. Zumindest laut dem Stream-Bild. Ach, du guckst hier nebenher, stimmt ja. Ja, deswegen sehe ich ja, was du meinst. Ja, ja. So, ich habe mal halt mal ein paar Twitch-Befehle durchguckt, schicke ich noch an die dementsprechenden Mods dann den Link, dass sie wissen, was abgeht, wenn sie mal was brauchen. Alter, was machst du mit unserem Geld? Starfruits kaufen. Junge. Junge, kaufe Starfruit. Scheiß Baum da. Was machst du mit unserem Geld? Ich hab einen Spinner gekauft. Was gekauft? Einen Spinner. Was ist ein Spinner? Ja, einfach so halt. Wenn ich Spaß haben kann mit dem Spinner. Ich reich dir also ne, ey. Okay. Nö. Danke. Nee, ist okay, ich hab schon kapiert. Edith war gerade knapp. Ich habe ein bisschen zu früh nach der Schatztruhe gefischt. Bin mir fast entkommen, der Fisch. Ja, ist super. Wirklich schon nur so ein ganz kleines Witzelchen, so wirklich schon dunkelrot. Hast du jetzt eigentlich. Wie viel was brauchen wir denn jetzt noch? Was? Bis zum Ausbau. Obwohl, das haben wir sowieso. Dings ja. Achso, du musst zurückkommen, du musst noch gießen. Na, wann ist denn dein Ding fertig? Heute oder morgen? Ich glaube morgen. Kannst du nochmal gucken? Ja, kann ich, sobald ich hier fertig hab. Mit der goldenen ist es doch wesentlich einfacher. Ja, ich hab's auch vorhin mit der silbernen gemacht. Von daher. Ja, ich kann ja gleich gucken. Okay, ich hab 3 zu viel gekauft. Ich geh mal kurz zum Client Eastwood. So, dann machen wir das noch mit. Dann kann ich nämlich noch der Penny was Tolles schenken. No. Oh. Oh, kommt für die Pferd wieder durch. Och, Taka, echt. Plätze. Levantes, meine Fresse. Levantes. Nee, Levantes habe ich geschrieben. Ach, mein, was will ich denn? Pferd halt. Aber weißt du, worauf ich mich schon freue, wenn Cyberpunk 2077 rauskommt? Es wird voll geil. Ja, ich hoffe, es wird voll geil. Ich habe mal von CD Projekt. Hab die Gießkanne. Perfekt, weil du tust dann, glaube ich, was ich mit einem Mal gieße, kannst du dann, was ich mit dreimal gieße, gießt du mit einem Mal dann jetzt, ne?
Nee. Ich mache jetzt nur 3 auf 3 Felder. 3 auf 5 geht mit Iridium. Iridium. Ja gut, aber selbst das schon mal 3 auf 3. Ich ja klar, das macht's flap, flap, flap. Iridium ist halt schon Hardcore-Porn. Muss man sagen, da geht schon der Beat ab. Achso, ich wollte noch zu Penny. Warte mal, wo ist Nico? Penny! Ich bin's! Dein Stecher! Zukünftiger! Hallo! Hallo! Oh Mann, wo bist denn du, du Klöte? Echt du? Wenn ich ruf, dann komm her. Put, 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 put. Da sind Kinder, wo sind die? Warte, warte. Ah, oh, sind sie für die wahrscheinlich wieder in den Fluss reingeschmissen. Ist ja halb ertrunken. Respawn sie mal, genau wie Dings. Wie Kenny. Halt, falsche Richtung. Geh doch auf den Calvary und drück länger als 10 Sekunden auf einen Stein und ne. Hä? Kann ich nicht. Geh doch auf die Kartenmenü und drück länger als 10 Sekunden auf den Stein, der unten im Ozean ist. Ja, wenn ich aber Linksklick mache, dann machst du gleich Flop. Mit Rechtsklick? Dann machst du immer nur Flop. Das ist komisch. Mein Linksklick, da geht gleich das Kartenmenü zu. Ja, das ist mit allem so. Okay. Das ist das Problem. Das kriege ich nicht hin. Also wenn ich den Klick mache, machst du Flom, wie du es gehört hast, ne? Das ist komisch. Verstehe ich nicht. Ich kann 10 Sekunden draufbleiben. Lonely Stone. Mal gucken, was passiert. Einsamer Stein. Passiert nichts. Ich glaube, 10 Sekunden sind jetzt rum. Am meisten weiß ich es noch gar nicht so richtig. Bildernauts wäre es mal schön, wenn es rauskommt irgendwann im Laufe des Jahrtausends. Oder im Laufe des Lebens. Mal schauen. Cyberpunk 2077 freue ich mich schon drauf. Dann gibt es noch ein paar andere Spiele, wo ich allerdings jetzt leider den Titel nicht mehr im Kopf habe. Da kommt also nächstes Jahr kommen schon noch ein paar geile Dinger raus. Und 2016 ist echtes Jahr der Verschiebung und der wie heißt der Verschiebung und der Schrott Games und Hypes des Zorns und so Geschichte. Also das war dieses Jahr war es echt widerlich, du. Also das war jetzt so ein Jahr, da kann ich echt drauf verzichten. Was da heute dieses Jahr abging, du. Ah, okay, bringt man nicht viel gerade so in dem Zustand. Bringt mir nur was, wenn ich 3 auf 3 gieße kann, Posey. Das war jetzt doof. Da wäre die Iridium am optimalsten, Posey, für Iridium bauen, Hammer. 4. Oh, ich brauche noch einen 5. Dann kann ich eine Iridium-Gießkanne machen. Oder stört dich das etwa? Was mich im Grunde irgendwo am meisten vielleicht freuen würde, spiele technisch. Ein vierter Witcher. Oder Kingdom Come Deliverance. Da bin ich auch mal gespannt, ob das so wird, wie es angepriesen ist. Weil ich habe schon ein bisschen ein dumpfes Gefühl, dass die Entwickler sich eventuell ein bisschen zu viel vorhaben. Weil ich glaube, die overpowern sich gerade selber. Die haben da so viel vor vom Kampfsystem und Sachen reinzumachen. Ich weiß nicht, ob das dann gleich auf Anhieb alles so gut laufen wird, aber ich vermute auch mal, das kommt erst 2018 raus, Anfang 2018 rum. Weil ansonsten ist es einfach too heavy for the world. Auf Programmierer. Ja, Posey, wo bist du? Das ist auch fertig. Ich fische, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Achso, wo du fischen tust. Strand. Ach so, okay. Warum? Nur so. Ich guck mal kurz, wer halt Geburtstag hat. Oh, ich geh mal noch zu Shay. Ich geh mal noch kurz in die Kneipe, ne?
Ach stimmt, Shane, wegen dem Hühner. Ja, genau, wegen dem Special Huhn. Blauen Hühner legen dann noch Eier. Dann ja, theoretisch, ja. Fünfte Sorte Ei. Eine fünfte Sorte Ei. Oder? Den weißen, braunen. Void, Ente. Ente. Sechs Eier. Sorte Ei und dann. Und dann wahrscheinlich auch wieder groß und klein. Ja, hör auf, da bin ich, wenn ich daherkommen, da hat der Marc eine gute Idee gehabt damals im Stream, im Singleplayer. Und bin hergekommen und hab eine Kiste gemacht, wo ich dann wie heißt's? Wo ich die ganze Eier reinschmeiße, wenn ich dann 10 Stück zusammen habe oder so 6 Stück von 2, dann erst herkommen und das zu Mayonnaise verarbeiten lasse. Ja, das habe ich aber auch gemacht. Ich hätte immer nur so ein paar mitgenommen haben, nicht alle. Wie viel das Programmieren weiß ich gerade nicht, aber so viel wie bei CD Projekt Red sind es nicht. Ich glaube, das sind nur 20 Programmierer. Das hört sich jetzt viel an, aber das ist gar nicht so viel. Wenn man denkt, Looter Kings programmieren 8 Leute, da warte ich eigentlich auch noch auf die Ebene 5, die ja nach der Gamescom, also kurz zum Anschluss nach Gamescom kommen soll. Ne? I'm still missing. Da geht's zurück zur Farm. Haben wir keine Dings mehr? Winterseeds? Nein. Oh my god. That's awkward. Ach, und ich habe die Starfruits wieder angepflanzt, was du eigentlich hättest machen sollen. Mann. Muschi. Ach, denkst nie dran. Weiß ja. Nicht, weil du nie da bist und das immer nur die Gartenarbeit eh boykottierst. Deswegen wahrscheinlich. Bin im Bett. Du tust immer den daneben. Ja, du willst ja immer gießen. Na? Oh, du bist im Bett, ne? Ja. Komm, Schmidt, kuscheln. Ein bisschen fummeln. Nee, bloß nicht. Aber damals hat's dir gefallen. Aber damals. Aber hat man eh schon gar nicht mehr mitgekriegt. Was? Pyramidenglück. Radieschensalat, das wissen wir aber schon, wie das geht. Brauchen halt noch eine Küche, ne? Oh, Posi, wir haben eine Hühnerstatue. Kannst behalten. Nein, ich will sie nicht. Geh weg. Auch nicht. Lass uns einfach liegen. Ich werde nichts mehr anpflanzen, ne? Oh oh. Okay, geht wieder. Fuck that. Ich dachte gerade. Was dachtest du? Spielcrashing. Das dachte ich gerade. Das dachte ich gerade, my friend. Until the end. Die Apfelbäume wachsen gut. Gut. Ja. Nee, aber das habe ich gar nicht gewusst, dass man die in der Bode pflanzen kann. Dann kann ich das auch machen. Kann ich von jedem 3 Stück nämlich haben, dann passt es ja. Ich habe es dann schon nicht immer außerhalb gepflanzt und das ist scheiße, vor allem wechselt ihr das ganze Jahr über. Ja, viel cooler. Ja genau, jeden Tag brauchen wir glaube ich ungefähr einen Monat zum Wachsen und dann. Genau. Aber was ist, wenn man das Beef-Fertilizer. Vor allem aber wie ist es jetzt, wenn du die angepflanzt hast und die 10% schneller wachsen? Das heißt, du müsst ja im Grunde in 3 Tagen fertig sein, weil mathematisch gerundet, ne? 10%. Oder wie viel wachsen Sachen schneller, wenn du sie pflanzen tust? 10%. Ja, sage ich ja. 28 Tage brauche ich sie, Schlusswerk und 2,8 Tage wachsen sie dann schneller. Das heißt, wenn wir ungefähr 30 Tage brauchen, dann sind sie ungefähr auch in 3 Tagen früher fertig. Ja? Nee, die brauchen eine Jahreszeit. Eine Jahreszeit sind 28 Tage. Ja, dann sind es halt 2,8 Tage dann im Grunde.